Jetzt ist der Ton da. Und damit ein herzliches Doppelpiece. Hier ist wieder Tanzverbot Doppelpiece. Hier ist wieder Tanzverbot Doppelpiece. Ich bin ein wenig aufgeregt, weil ich jetzt bin mich ganz alleine unterwegs. Und das bedeutet wiederum, ich stehe ganz alleine im Fokus. Oh. What's going on, my friends on the world? Over the world, everyone is seeing my channel. Also, ich hab das Auto damals mit, ich hab das Auto damals mit 94.000 Kilometer geholt und heute hat er 182.000 runter. Ihr müsst es euch vorstellen, ich hab den 2019, ich glaube, habe ich den Ende 2018 oder 2019 habe ich den gekauft und ich bin in der Zeit auch nochmal locker ein Jahr ein anderes Auto gefahren. Warte mal, wer da ist! Man sieht immer noch einen Sticker. Ja, scheiße. Das ist Full-LED. Krank, Digga. Das aber ein bisschen. War echt toll, dich mal wieder gesehen zu haben, aber ich stream mir gerade und ich gucke immer auf. Ach so. Oh, Digga. Pick oder Pommes? Und dann können wir wieder rausnehmen. Warte mal, jetzt kurz. Ich will nur eine Pommes kurz mehr rausziehen, Digga. Warte mal. Wer sitzt hier eigentlich? Warte mal. Was machen Sie an meiner McDonalds? Ist die schon leer, Digga? Nein, aber du greifst jetzt bestimmt schön in die Scheiße. Ne, ich fahre. Heute seid ihr noch da. Mann, ich liebe diese ausgeglichene Art. Immer überall. Ich bin so ausgeglichen. Was hast du denn? Du hast hier alles kaputt gemacht. Ja, ich hab einfach jede Schraube verstellt, die ich gesehen habe. Digga. Ach, das ist ja gar nicht das Streaming-Handy. Schön, dass es hier so rumwackelt. Das soll es eigentlich nicht. Warum war die Verstellschraube verstellen da? Ach, die, an der du rumgespielt hast. Genau, die hab alle rumgestellt. Um und rum. Was geht denn jetzt hier? Das soll ja nicht so wackeln, 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 wackeln. Hier musst du drehen. Ja, nein, das soll ja nicht so wackeln, wackeln. So, jetzt machen wir das hier noch ein bisschen hoch. Das muss ich nämlich nochmal holen. So, Anton, du kannst dich ja schon mal ganz körperlich präsentieren. Moment, Augenblick. Soll ich seitlich? Nein, du kommst von vorne. Okay, warte. Komm von vorne. Ich sehe neben dir aus wie Lothar. Ich bin schon ein bisschen Ochse. So, Reggie, danke schön für den Stufe 1 Sub, Mann. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Grüße geht raus an dich. Schreiben Leute, dass sie gar nicht so dick aussehen eigentlich. Watch Alex, danke schon auch an dich. Boah, hier schön die Black. Boah, die sieht mega geil aus. Aber guck mal, so, das passt auch übergut mit dem T-Shirt, oder? Ja. Oder, sei ehrlich? Dicker, farblich abgematcht. Und was soll ich sagen? Ui. Ey, ich finde das so geil. Ich liebe das so sehr. Ich schreibe die ganze Zeit Firmen an, die geile Sachen haben. Und die meisten davon antworten, hey, es freut mich. Ey, können wir dir Sachen zuschicken? Ey, ich finde das so geil. Weil die haben alle so geile Sachen. Und ich will sie einfach nur anziehen die ganze Zeit. Und jetzt du! Wow. Ah, das war aber ein bisschen laut. Nicht schlecht. Ach komm, ey. Wenn die Leute nicht wollen, dann muss man sie zu ihrem Glück zwingen. Genau. Komm zurück! Da hol ich meinen Wanderstock, den ich letztes Mal Amazon bestellt habe. Meine Nordic Walking Stöcke. So. Oh, Alter, sei mal ehrlich, dieses T-Shirt sieht überkrass aus. Ja, dieser Kombi, Leute, sag mal, Kombi. Sieht mega wack aus, passt überhaupt nicht. Hat niemand in den Chat geschrieben, wo. Ey Leute, was geht? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr, dass ihr bei meinem sehr guten, wenn nicht sogar besten Freund Tanzverbot seid. Es ist wirklich ein wahres Fest um diese Zeit. Wer bist du? Digga, wer bist du denn, Alter? Ich bin Anton. Hallo. Oh, ein Barkas B1000. Er kommt, er holt doch eine Cola. Die hat uns schon vermisst. Mann, die sind nicht abgefuckt. Die wärmer. Danke. Sind die abgefuckt? Also, die ist wirklich wärmer. So, meine Damen und Herren. Dafür 10 Squats. Was sind denn Squats? Diese? Kniebeugen, ne? Oder? Also, Digga, du fragst mich, was irgendwelche Sportsachen sind. Du kriegst doch nicht, Alter. Eins! Scheiße! Zwei! Oh! Mann, du kannst mir nicht verleihen! Hi! Denkst du? Sag mal Hallo! Er guckt schon nicht mehr, oder? Doch, ach so! Geil!
Ich hab den mitgezählt. Ja, 4, 5, 6. Oha, Dicker! Das lassen wir mal als 7. Oha! Oha! Dicker! Ist das überhaupt drauf? Warte mal. Mach doch mal. Mach doch mal. Haben wir nicht gesehen. Mach nochmal die 20 Stück. Boah, hier aber so Alter, ein bisschen. Digga, also der Hügel hier ist schon beachtlich. Nee, aber auch hier diese. Ja, diese Einkerbung. Kommt dieser Muskel eigentlich auf den Ellenbogen da an der Seite? Also, hat das irgendeine bestimmte. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, welchen Hintergrund das haben könnte, wodurch dieser Muskel bedient wird und wächst. Ich habe wirklich abgenommen. Also, ich habe heute schon relativ viel getrunken und viel gegessen, habe mit meiner Mama telefoniert, hatte mein Headset auf und mein Telefon. Ich war heute auf 117,5. Trotz viel getrunken. Also nicht am Morgen gefilmt. Also, jetzt Real Talk. Ich denke, dass ich jetzt schon auf 116,5 bin. Auch durch relativ viel Bewegung in letzter Zeit. Ne? Also, ich habe ja wirklich, ich hab ja einen 4-Wochen-Durchschnitt von 10.000 Schritten am Tag. Ja. Seit 4 Wochen. Jeden Tag 10.000 Schritte. Das macht sich wirklich bemerkbar. Und guck mal an. Ich meine, man sieht, oder? Ey, guck mal meine Dinger an. Was guckt da noch? Guck mal an, wie das jetzt hier langsam. Ui. Das sieht irgendwie übelst komisch aus dem Kamerabild. Junge! Mani. Ich liebe dieses Meme. Was hältst du davon, dass man Gurken so nicht mehr sieht? Das juckt den nicht wirklich, glaube ich. Der macht das einfach wieder, sein normales Leben und mehr passiert da nicht. Hallo. Aufpassen, wir sind live. Und? Aber nach hier. Was kann ich dafür? Sei mal nicht so. Ich stehe ja hier am Tisch. Ja, alle Dude, ich wollte dich schon nur darauf hinweisen. Ich würde es doch nicht umdrehen. Nee, um Gottes Willen, lass das sein. Das provoziere ich. Nein, alle Dude. Vermisst du sie? Vermiest du sie gerade nach Malle? Vermiest? Also was ich auf jeden Fall nicht vermisse, ist Malle und die Temperaturen dort gerade. Das ist absolut. Ey Anton, du kannst es dir nicht vorstellen. Nein, ist also wirklich so das Schlimmste. Was ist hier? Die 36 Grad hier, das ist lachhaft dagegen. Du gehst raus und das ist wirklich so, ey, es geht nicht mehr. Ich weiß nicht, woher dieser Schweiß kam, aber es war schrecklich. Und ich konnte die ganze Zeit über nichts anderes reden, weil ich brauchte wirklich an dem Tag 50 Taschentücher. Ey, es war schrecklich. Das ist wirklich lästig, man. Und du musst dir so die Altstadt von Mallorca sieht folgendermaßen aus. Es ist, kein Stückchen Grün ist mehr da, es ist alles zugepflastert. Ja. Und genauso baut sich das auch auf. Alles um dich herum, die Häuserfassaden, der Boden, alles ist 50 Grad heiß, weil es aufheizt. Und dann ist da noch so eine Schwüle in der Luft, das absolut schrecklich ist. Wirklich, es geht gar nicht. So ein Handtuch ist nach einer Stunde nass, ein ganzes Handtuch. Das ist nicht meins, Alter. Ey, ich habe da 4 Liter gesoffen, ich musste mich einmal auf Toilette. So doll ist es da. Alter. Und irgendwelche Strandverkäufer verkaufen dann Dior-Taschen und voll viele Leute. Hat ja den Lola auch gesehen, so die kennt sich ja. Jo. Ah, der über die Kreuzung. Ach so. War das wieder so ein Ding zu lesen? Nee, war ein privater Wagen. Auf jeden Fall hat man dann so am Flughafen so 1-2 Leute gesehen mit diesen Dior-Taschen. Das ist so halt so, es fällt halt übel auf, weißt du? Die stehen halt irgendwo auf der Straße, verkaufen für 50 Euro diese Dior-Taschen. Also ich würde gerne nochmal nach Mallorca gehen, um auch den anderen Teil zu erleben, aber nur wenn dann da irgendwie 25 Grad oder so sind, angenehm. Alle kennen dich und ich habe 4-mal mit dir oder 5-mal mit euch, vielleicht oder 6-mal mit euch hier rumgestanden. Im Bewusstsein. Ich habe keine genau, Ahnung mehr. Das ich hätte. War eigentlich waren es schon 10-mal, aber die 3-mal hast du nicht genau mitbekommen. Genau. Ja, warte, dann wahrscheinlich war es auch viel mehr. Also, Mann, ich weiß nicht. Aber ich hab das gut, ich krieg das nicht mehr mit. Ist doch alles gut. Ich find's auch ganz angenehm, mal so zwischen Leuten zu stehen, die mich nicht dahingehend irgendwie versuchen, besser zu behandeln, weil ich irgendwie im Internet bin. No. Ach, na, warum? Naja, aber mir musst du das nicht sagen. So, ich bin kein Freund davon, irgendwie bevormundet zu werden. Hab ich gesehen, weil nachdem ich denn wusste, was du da im Internet machst, hab ich mir mal Videos angeguckt. Ja. Oder wir standen hier und du hast ihn mir gesagt, so, ja, nicht jetzt, wir unterhalten uns ja gerade. Tatsächlich, als wir uns unterhalten haben. Aber mach ich einen abgehobenen Eindruck oder einen normalen? Völlig super, völlig klasse. Ja, gut. Warte,
Dann pass auf. Müssen wir jetzt die Faust neu dann musst in, du aber so, in eine Kamera so zeigen? Dann komm so, ja, so Faust. Jetzt noch ein bisschen höher, 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 höher. Und jetzt Faust geben. Sehr gut. Sehr gut. Genau so. Ach, Esel, Alter. Der Mensch, der vor 7 Tagen das letzte Mal bei WhatsApp online war und mir nach 3 Wochen dann eine Antwort schickt. Das beschreibt Excel eigentlich ganz gut, oder? Warte mal, was hat Excel gesagt? Bin seit einer Stunde da und habe schon 5-mal geschrieben, wie süß Anton aussieht, aber okay. Ja, Excel ist so ein Typ, der interessiert sich für dieses Mediale überhaupt nicht, so WhatsApp und sowas. Ja. Excel ist der einzige Mensch, den ich kenne, der mit USB-Kabel von seinem PC aus sein Handy auflädt. Kennt ihr das, wenn ihr so, ihr wollt über das Handy aufladen und dann seht ihr so, vollgeladen in 14 Stunden, das juckt den nicht. Und dementsprechend ist sein Handy halt auch mal 2 Wochen aus. Er macht halt so 30 Minuten ran und hat so 3%. Ja, das ist halt wirklich so, Alter. Alter. Mann, Alter. Zieh mal wieder nach Berlin, aber diesmal halt wirklich. Mann, Excel, mach mal. Du weißt doch, letztes Mal ging auch gut aus. Komm wieder. Ja. Ein halber Moonwalk. Her muss die Hose! Her muss die Hose! Alter! Und dann noch mit diesem Oversize-Schnauer. Sind aber noch 5 cm höher drin. Aus wie so ein Gewichtsheber aus den 40er Jahren, Alter. Ja, aber das ist ja auch abgenommen, oder? Ich hab abgenommen, ja. Aber dann war das T-Shirt, aber hättest du nicht anziehen können, oder? Also es gibt auf jeden Fall Hemden, die jetzt wieder passen, die vorher nicht gepasst haben. Aber es macht halt bei der Masse, sind 10 Kilo halt nicht viel. Das ist halt Da müssen wir jetzt beide durch. Und du musst es so langsam machen. Du musst jetzt so im Jahr 10 Kilo abnehmen. Damit ich glaube schon, dass man das schaffen kann. So die Leute, die in einem Jahr irgendwie 60 Kilo abnehmen, ist ja klar, dass die Haut hängen bleibt. So, weißt du? Ich will das so richtig langsam machen. So, dass ich sag mir, ich bin in 3 Jahren bin ich bei 95. So, weißt du, so ganz langsam. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mein ganzes Leben lang mit 120 rumgelaufen. Obwohl, ich war immer dick und dann hatte ich mal ein Jahr oder so einen richtigen Schub gehabt und dann war ich normal. Dann war ich wirklich normal und nicht so. Und dann war irgendwie, keine Ahnung, dann war ich mal bei meinem Opa. Mein Opa hat auch mal gerne gefressen und dann habe ich innerhalb eines Winters 20 Kilo zugenommen. Das ist kein Spaß. Das geht halt auch mega schnell. Es ist halt einfach so. Zunehmen ist halt. Das ist easy, Mann. Und ich esse gerne und ich achte auch nicht darauf. Und wenn ich 10 Minuten bevor ich ins Bett gehe noch übelst Hunger habe, mir 100 Gramm Schokolade reinzuholen, dann mache ich das. Ja, ist ja auch so, klar. Alter! Montana Black 88 Hosting Vista Party auf 32.000 Junge! Ey, uns hat gerade einer der größte Livestreamer aus Deutschland gehostet. Was sagst du dazu? Wir haben gerade 35.000 Zuschauer. Pi mal Daumen. Ihr seht immer noch nicht auf. Also ich habe keine Zigarette. Ey, Alter! Doppel-Montana-Blech! Grüße geht raus an dich und Grüße geht auch raus an alle anderen Leute. Wir sind hier gerade in einem wunderbaren IRL-Stream aus Berlin hier. Wo kommen wir her? Warte, ich muss die Frage noch. Digga, kurz warten, das ist gleich wieder ab. Alter, Montana-Blech! Krank, Digga. Grüße gehen raus an dich, wirklich! Wir sind hier in Berlin, keine Angst, ich filme dich nicht, ich filme nur hier rum. Wir sind hier gerade in Berlin am Starburger. Prenzlberg. Was hast du gesagt? Prenzlberg. Wir sind hier gerade. Da drüben ist Weißensee, da drüben ist Pankow. Ja, dann sind wir jetzt hier im Prenzlauer Berg. Wir sind hier in Berlin. Wichtig ist. An der Spitze sind wir. An der Spitze. Wir sind hier gerade beim Starburger. Wir chillen hier gerade. Alter, Montana Black, ich danke dir vielmals für diesen Raid, wirklich. Vielen, vielen Dank, dass du hier so eine krasse Unterstützung leistest. Geil. Hätte nicht sein müssen. Also doch, ist geil. Natürlich will ich es. Ist nice. Also, Dankeschön für diesen Race. Der Cutie ist auch am Start. Wow. Alter, hier einfach so viele Zuschauer. Alter, ich feiere das gerade. Ich habe über Bock, offline zu gehen. Haut rein, Leute. War ein schöner Abend. Das ist gut. Nein, Dankeschön, Monte. Vielen, vielen Dank. Keine Sorge, wir filmen dich nicht. Nee, um nochmal kurz zu erklären, wie die Stimme im Hintergrund ist. Das ist jetzt nicht irgendein Moderator, der für uns irgendwelche Fragen vorliest, sondern wir sind hier gerade in einer. Das ist einfach ein Paar, der hier rumsteht und so. Nein, das bist du nicht für uns. Nein. Du hast einen höheren Stellenwert. Du hast einen höheren Stellenwert. Alleine schon dadurch, dass wir uns kennen. Ja. Warum denn nicht? Kriegt er Tantien? Na, ich mag Kriegt nicht. Kriegt er Tantien für? Tantien, das ist unverschämt, Alter. Hab ich dir schon 2 Bier ausgegeben oder nicht? Genau. Dafür, dass wir. Also, wir sind hier gerade beim Starburger und das ist halt so ein
Legenden-Imbiss und ich mag einfach dieses Feeling hier. Ich mag diese Leute hier. Hier ist noch Berlin, das finde ich schön und deswegen sind wir sehr oft auch offstream hier und chillen hier und da haben wir den netten Herrn im Hintergrund kennengelernt. Falls ihr euch fragt, wer die Person im Hintergrund ist. Der bleibt auch die Person im Hintergrund. Der Mann, ja, wir wollen dich ja gar nicht in den Vordergrund zwingen. Der Mann im Hintergrund, der alle finden sieht. Das Genie hinter dem Namen Tanzverbot. Das ist übrigens Wallace. Ja, los hier, aber nicht mal das. Mein bester Kumpel, ich sage immer einer meiner, aber ich sehe ja stellenwerttechnisch niemanden, der über dir ist. Oh Mann. So eine Zeit lang war da halt auch noch Paul, aber irgendwie hat sich das auch, also ich mag ihn immer noch sehr doll, aber wir haben jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun, so extrem. Was ist? Ich sehe auch nie irgendeinen Menschen außer euch beide. Also, ja. Er muss der Beste sein. Ach so, ja. Ja. Das Problem ist, keiner kann das hier nachvollziehen. So, die kommen ja halt her und denken sich, was ist das hier? So, weißt du, die fühlen halt diesen Ort nicht. Und das finde ich schade. So, wenn du hier mit dem Paul reinkommst, der ist ja halt so, und dann merkst du halt so. No hate an Paul, aber. Ist kein Hate an dich, aber merkt halt, dass er es halt nicht so fühlt wie. Also wir reden nicht von Sido, nicht, dass ihr das jetzt denkt. Ja. Ich rede nicht von Sido, der kommt ja hier auch gerne her.